weiß jetzt nicht, wann Sie, und Sie ja so und so, aber wann Sie beide in den... Wir haben uns entschieden, so viel wie möglich mitzunehmen, wenn immer wegen unterschiedlichen Dingen zu gehen. Ja. Ja. Gut, dann fange ich an. Ja. Also, erstmal mein Name, ich heiße Luise Doll. Und ja, bitte zu kommen. Sie dürfen sehr gerne dazu kommen. Ich bin gerade am Vorstellen, also mein Name ist Ulrike Wieselgold und ich bin die Schulleitung von der Philipp-Lambsdorff-Schule. Und die Philipp-Lambsdorff-Schule ist eine Berufsfachschule für Kinderpflege. Und wir haben uns eben auch auf dem Weg hin zu einem Schutzkonzept gemacht. Schutzkonzept eben als Präventionsmaßnahme gegen sexuelle Gewalt an Schulen. Und das Ganze ist so entstanden, dass halt natürlich, das was wir ja auch schon die ganze Zeit gehört haben, dass wir in der Presse waren, wie viele Schüler eben da vielleicht betroffen sein könnten. Meine Version sieht da mal ein bisschen näher mit auseinanderzusetzen. Und das andere war, dass einfach die Evangelische Schulstiftung gemeinsam, hallo, also einfach mal, bitte. gar kein Problem. Man muss ja nur ein bisschen steigen. Ja, ich habe gesagt, dass ich von einer Kinderpflege-Berufsfachschule komme und dass wir uns eben auf den Weg gemacht haben hin zu einem Schutzkonzept gegen als Präventionsmaßnahme gegen sexuellen Missbrauch. Und das kam unter anderem neben dem, dass einfach das Thema generell ein wichtiges Thema ist, eben auch, weil die Evangelische Schulstiftung zusammen mit dem Verein am Müller eine Ausbildung, eine Weiterbildung angeboten hat, die über ein ganzes Jahr ging und die das Ziel hatte, dass die Schulen eben ein eigenes Schulkonzept entwickeln sollen, was also dann wirklich eben an der Schule angepasst möglichst funktionieren sollte. Und ich würde Ihnen jetzt einfach mal unseren Stand mitteilen und einfach unseren Weg, wie weit wir sind. Und da habe ich einfach mal gesagt, also ich sage Ihnen jetzt einfach mal unser Ergebnis vorne weg. Und zwar, wir haben als Schullogo, haben wir, weil wir sind ja eine Kinderpflegeschule, also wir bilden ja für den Kindertagesstättenbereich aus, haben wir quasi so Männchen. Und ich kann das dann mal rumgeben. Und diese Männchen haben wir genommen als Männchen, die sich an den Händen halten, was sie bei uns auch tun in unserem Logo. Und innen drinnen ist quasi dann, also das Ganze müssen Sie sich auf 3 Meter vorstellen. Und im Bauch der Männchen wird dann ein DIN-A4-Blatt immer ausgehängt zu verschiedenen Säulen, die das Schutzkonzept eben umfassen. Und diese Säulen, kann ich Ihnen gerade einfach mal durchgehen, und diese Säulen würde ich jetzt gerne mit Ihnen einfach mal durchgehen. Wichtig ist, wenn man sich überhaupt auf den Weg macht, muss ich gerade mal gucken, wie das hier funktioniert, genau, dass man sich wirklich ganz viel Zeit nimmt, sich selbst zu informieren und einfach auch das Kollegium, Schülerinnen und Schüler, und vor allem auch alle, die im Rahmen der Ausbildung eben aktiv betroffen sind. Also in unserem Fall sind es nicht so sehr die Eltern, weil wir eine Berufsfachschule sind, also die erscheinen da eigentlich wenig, aber unsere Schüler gehen in Praktika und da gibt es Praxisanleitungen und wir haben auch Lernpaten, die bei uns an die Schule kommen und die sind, sollten da eben unter anderem auch mit angezogen werden. Ja, wie gesagt, diese Information ist ganz wichtig, weil das ganze System darauf basiert, dass man wirklich zusammen ein Schutzkonzept erarbeiten soll. Also es ist nicht gewünscht, dass wir das als Lehrkräfte alleine machen, sondern man soll wirklich versuchen, alle, die in der Schule mitarbeiten oder in der Schule eben tätig sind, vorhanden sind, dass die da einfach mitmachen. Und da haben wir uns mal gedacht, was könnte denn für Sie eigentlich anschaulich sein? Und da haben wir einfach mal das übersetzt, was wir vorhin schon gehört haben. Wenn also 4, 5 in einer, wenn
quasi jedes vierte, fünfte Mädchen schon in irgendeiner Form Grenzerfahrungen hatte oder eben auch jeder acht bis zehnte Junge, dann bedeutet es bei einer Klasse von 28 eben fünf Personen. Und das ist dann doch schon ganz schön viel. Und wenn man sich dann auch noch überlegt, dass die Lehrkräfte ja auch noch dazu zählen können, wir haben also wir sind eine kleine Schule, wir haben 140 Schüler und 20 Lehrkräfte in etwa. Und das heißt, da sind ja einfach auch Lehrkräfte höchstwahrscheinlich betroffen. Und das ist alleine Motivation genug, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und wir haben es dann einfach mal so gemacht, dass wir in dem Lehrerkollegium dann Themen aufgeworfen haben und gesagt haben, wie ist denn eigentlich die Situation bei uns? Wo würden wir denn eigentlich mit dem Thema konfrontiert werden können? Also wir haben eben, wenn ich oben mal sehe, Jugendliche, die einfach so in dem typischen Pubertätsalter sind. Und da ist Sexualität einfach ein Themenbereich. Wir, dadurch, dass wir auch eine kleine Schule sind, haben wir sehr viele vertrauliche Gespräche außerhalb des Unterrichts, die dann auch in extra Räumen sind. Könnte auch eine Gefährdungssituation sein und so weiter. Das Schutzkonzept besteht eben aus den unterschiedlichen Säulen, die ich Ihnen da gesagt habe. Und ich habe mir das jetzt so gedacht, ich würde jetzt einfach mal immer ganz kurz was zu so einer Säule sagen, würde ein Beispiel nennen und möchte Sie wirklich auffordern, stellen Sie Fragen, diskutieren Sie mit. Das war ja einfach auch so angelegt, dass es jetzt nicht ein Vortrag ist, sondern dass es tatsächlich ein Austausch ist. Wenn Sie was nicht verstehen oder irgendwas ist, bitte einfach wirklich was sagen. Genau, das überspringe ich jetzt einfach mal, das wollte ich jetzt gar nicht so. Ja, was ist schon geschehen? Eine Säule ist das Leitbild. Ein Leitbild heißt, das sollte ja die Grundsätze eben ausdrücken, was für die Schule ganz, ganz wichtig ist. Und da ging es dann schon los. Während der Ausbildung, der Weiterbildung, hatten wir als Aufgabe, einfach unser Leitbild mal konkreter zu analysieren und eben auch einen Satz aufzunehmen, dass wir auch darauf achten, dass Schüler einen Schutzraum haben und dass sie eben keine Missbrauchsgefahren oder dass wir einfach darauf achten. Und dann haben wir gedacht, wir, das heißt, ich habe diese Weiterbildung gemacht, ach ja, da schlagen wir jetzt einfach mal ein paar Sachen vor, das geht ratzfatz. Von wegen. Also wir sind ein sehr diskutierfreudiges Kollegium und dann ging es wirklich darum, sollen wir in ein Leitbild den Begriff sexueller Missbrauch aufnehmen? Weil interessanterweise der Begriff sexueller Missbrauch von einigen Lehrkräften so gesehen wurde, dass dann wieder Schüler, die sich neu bewerben würden an unserer Schule, oder die Eltern denken, da ist mal anscheinend was passiert, deswegen müssen wir das extra erwähnen. Wir hatten dann also unterschiedliche Sätze. Und dann haben wir die abstimmen lassen und so sind wir jetzt quasi zu einem Satz gekommen, der jetzt in unserem Leitbild auftaucht. Und da taucht der Begriff sexueller Missbrauch nicht auf. Also das ist nicht allgemein Wunsch geworden, aber ich kann es Ihnen gerne mal vorlesen, wie der Satz dann heißt. Also wir haben dann neben dem anderen gesagt, der Schutz von jungen Menschen gehört zu den Leitzielen der Philippenlandischen Schule. Wir verurteilen jede Form von Missbrauch und Gewalt an unserer Schule, sei sie körperlicher oder seelischer Art. Also das war dann unser Konsens. Sexueller Missbrauch wurde explizit nicht gewünscht. Ja, so haben wir quasi versucht, die Lehrkräfte mit ins Boot zu ziehen und auch, dass wir wirklich uns dann geeinigt haben. Und auch die Schüler, das heißt, wir haben es auch den Schülern vorgestellt, haben die auch mit abstimmen lassen. Und bei uns ist es so, dass wirklich relativ viel über Abstimmungen läuft, weil wir denken, dass das einfach auch das demokratischste Verfahren ist. Gut, das war jetzt quasi, was das Leitbild betrifft. Dann das nächste, die nächste Säule ist dann ein Verhaltenskodex.
Ein Verhaltenskodex ist eigentlich ein Beschreiben von Verhaltensweisen, die wir uns an der Schule wünschen, beziehungsweise die wir uns eben nicht wünschen. Und wir haben jetzt da ein wunderschönes Beispiel ja bei Ihnen davor gesehen, wie Sie das machen. Wir haben das auch uns gut überlegt, wie kann man das denn irgendwie hinkriegen, dass die Schüler mit einbezogen werden, dass wir aber auch unsere Ideen damit einbringen. Und da ist uns eingefallen, wir haben ja unseren Ferienvortag. Das ist ein Tag, wo es eh um Sozialverhalten geht, um Mobbing und so weiter. Und da haben wir eine Station als Verhaltenskodexstation umfunktioniert. Und da müssen alle 10 Klässler die Stationen durchlaufen. Und an diesen, in dieser Station haben wir dann einfach verschiedenste Fallbeispiele, wie Sie es auch ähnlich gemacht haben, die eben auf uns, auf unsere Situation bezogen, haben wir beschrieben. Und dann haben die Schüler in Kleingruppen die Aufgabe, ihre Meinung dazu zu sagen und eine Regel abzuleiten. Und diese Regeln haben wir dann eben Werte gewichten lassen. Ich zeige Ihnen das jetzt gerade mal einfach als Bild. Genau. Das ist jetzt ein Bild, da haben Sie schon aufgrund von einer Situation eine Regel erstellt. Dann durften die mit so, sollten sie außen rumlaufen, haben dann so Moodle-Steine zur Abstimmung gehabt. Und dadurch hatten wir eine Gewichtung, was ist Ihnen besonders wichtig. Und das haben wir dann einfach auch in den Verhaltenskodex aufgenommen. Das finde ich ganz wichtig, weil im Schulalltag passieren einfach immer wieder Grenzüberschreitungen. Und da ist es wirklich sehr hilfreich, wenn man sich dann darauf beziehen kann und sagen, guck mal, da habt ihr euch mal mit auseinandergesetzt und da haben wir doch mal drüber geredet und schaut mal, wir wollten das eigentlich gemeinsam umsetzen. Und diesen Verhaltenskodex, der jetzt dann mit den Schülern zusammen entwickelt wurde, für meinen Geschmack ist er zu lang geworden, das sind 3 Seiten, aber so ist jetzt die Abstimmung eben wieder gewesen. Vielleicht verändert er sich dann auch mal wieder, aber so war jetzt einfach mal der Wunsch. Und wir haben jetzt uns überlegt, dass wir das wirklich wollen, dass der lebt. Und da haben wir jetzt eigentlich ein System uns mal erdacht, mal schauen, ob sich es bewährt. Also wir werden am Schuljahresanfang immer die neuen Schüler damit konfrontieren, ihnen den einfach mal erklären. Dann wollen wir den, und das haben wir, also das haben wir auch schon gemacht, dann werden die Eltern in einem Elternbrief den Verhaltenskodex erhalten. Und dann kommt im November dann immer unser Ferienvortag. Und wenn der dann, weil es soll ja auch wieder für die neuen Schüler passen, und wenn der gelaufen ist und dann der Verhaltenskodex wieder angepasst ist, dann sollen die Schüler den unterschreiben und dann gilt er für ein Schuljahr. Unterschreiben wir noch andere? Schüler, Lehrkräfte haben wir bis jetzt gemacht. Weiterhin, also die Eltern haben wir gedacht, die lassen wir nicht unterschreiben, weil die einfach nicht unmittelbar mit dabei sind. Aber gedacht ist eigentlich schon noch an die Externen, die dann in die Schule kommen, eben die Lernfahrten zum Beispiel. Ne? Also was wir auch noch nicht haben, ist Sekretariat, haben wir auch noch nicht. Hausmeister ist gut informiert, weil der immer alles aufhängt und wieder abhängt. Aber richtig aktiv ihn angesprochen haben wir jetzt auch noch nicht. Wie sind wir denn die Zusammensetzung junger Mädchen? Also wesentlich mehr Mädchen und weniger Jungs. 2/3, 1/3 kann so ungefähr. Maximal. Ja. Ja, also das ist jetzt so unser Verhaltenskodex. Interessant ist auch, ich habe es jetzt einfach mal als Raumcheck benannt, das war auch ein Teil, was ich inzwischen als sehr, sehr wichtig empfinde. Es ist ein Teil der Partizipationsmöglichkeiten. Und zwar ist es letztlich eine Gefährdungsanalyse. Also das Ziel ist ja, das ist alles zusammen, soll ja mal ein Schutzkonzept ergeben. Und dieses Konzept besteht, wie Sie jetzt gerade sehen, aus verschiedenen Bereichen. Und bei dem Raumcheck zum Beispiel, da war das so, wir haben
einfach mal alle Räume der Schule aufgelistet und haben dann gesagt, so, jetzt geben wir das allen Schülern, allen Lehrkräften und die sollen jetzt mal abstimmen, in welchem Raum fühlst du dich wohl, wo fühlst du dich nicht so wohl, wo ist es eigentlich für dich, so jetzt nicht besonders wohl, aber auch kein Problem. Und dann haben wir das ausgewertet und das fand ich sehr interessant, weil ich jetzt so schon lange an der Schule bin und da kam also als Wichtigstes raus, wir hatten eine Vermengung zwischen, wir haben ein Krankenzimmer und in dem Krankenzimmer, weil wir eben nur eine Handvoll Jungs hatten, immer, es war ein bisschen mehr geworden, aber es ist immer noch weniger, haben wir immer gedacht, na, dann können die sich ja auch umziehen, wenn die in die Turnhalle gehen. Und dass das die Jungs enorm gestört hat, das kam irgendwie nie an. Und es kam jetzt über diesen Raumcheck. Und dass die Kranken sich dadurch genauso, ich habe immer gedacht, ja, so viele Leute haben wir ja auch. Aber dass es eben sehr oft sich anscheinend überschritten hat und sie sich gegenseitig, dass es sehr unangenehm war. Und dazu noch, war mir auch nie bewusst, wir haben da also eine Balkontür, die nach draußen geht, was aber, wo kaum jemand wirklich steht. Und es fanden aber, war die Rückmeldung, wenn man krank ist, hat man sich da, fühlt man sich da irgendwie anscheinend beobachtet. Also haben wir jetzt so gesagt, aufgrund des Raumchecks, wir nehmen das ernst, wir nehmen die zwei wichtigsten Dinge, wir wollen ja die Schüler eben auch mitwirken lassen, habe ich gesagt, gut, das Räumliche, das ändern wir, wir haben jetzt also die Räume auseinandergezogen, wir haben jetzt ein extra Krankenzimmer, ein extra Raum, für wo die Jungs sich umziehen und in dem Krankenzimmer ist dann auch noch die Balkon-Glastüre eben zum Teil mattiert, beklebt und damit, das finden sie jetzt super. Das zweitwichtigste, was sie auch, wo sie sich sehr unwohl fühlen, das ist die Schülertoilette. Und da habe ich dann gesagt, so, das dürfte jetzt hier umgehen. Weil ich möchte, dass die sich eben sehr wohl auch verantwortlich fühlen. Mhm. Schülertoilette ist ein absolutes Dauerthema in jeder Schule, in jedem Jahrgang. Die wird regelmäßig geputzt und trotzdem kommt ganz regelmäßig, kommen sie immer und sagen, ah, das schaut ja wieder fürchterlich aus. Und den Ball habe ich einfach zurückgeworfen und gesagt, gut, wir machen mal das Erste, was ihr genannt habt, was ihr sehr störend findet. Und ihr macht jetzt mal das. Schauen wir mal, was da so rauskommt dabei. Ja, das habe ich einfach mal nur so ein bisschen beschrieben. Ja, Partizipationsmöglichkeiten haben wir eigentlich eine ganze Menge bei uns an der Schule. Ich habe einfach mal die Lehrer gebeten, dass sie das mal so auflisten, auch um das sich mal so ein bisschen bewusst zu machen, was wir eigentlich die Schüler schon mitentscheiden lassen. Und es ist im Grunde genommen enorm viel. Ich habe hier einfach mal nur einen Teil. Wir haben das auch noch anders untergliedert, also was die Schulräume betrifft, Unterricht betrifft, was das extra das Schulleben allgemein betrifft und so weiter. Und dann haben wir einfach mal gesagt, okay, jetzt listen wir das einfach mal auf und dann schauen wir mal, wie wir das so gemeinsam abarbeiten. Und es sind eigentlich ganz alltägliche Dinge, finde ich. Und da kann man eigentlich schon sehr, sehr viel sie wirklich mitentscheiden lassen. Ja, ach, da habe ich ja den Aushang. Ein viertes Männchen hier in dem Fall, da steht Hilfen. Das ist auch noch ganz wichtig. Da soll aufgelistet werden, an wen sich die Schüler wenden können, wenn sie eben unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, also wenn ich wirklich, was gibt es für Fachstellen, die sich eben mit dem Thema sexuellen Missbrauch auskennen, wer ist an der Schule eben das Präventionsteam, wie genau, an wen einfach das Jugendamt, die Polizei, also wir haben wirklich ganz viele aufgelistet mit Telefon und E-Mail, damit sie wirklich, wenn sie das Gefühl haben, sie wollen nicht in der Schule einen Ansprechpartner sich suchen, dass sie da wirklich auch ganz schnell wissen, wo sie sich dahin wenden können. Und das letzte Männchen, das heißt Konfliktlösungswege. In der Ausbildung hieß es Beschwerdemanagement, da haben wir gedacht, nee, sonst beschweren sie sich ablauern, das machen wir nicht. Wir nennen das jetzt einfach Konfliktlösungswege. Und da ist auch nochmal aufgelistet,
wie die Schüler sich bei Konflikten verhalten können. Und zwar, ich fand es so interessant, dass ich da bei Ihnen da als Autorin war, Schüler denken ja inzwischen, also diese Erfahrung machen wir leider, dass das kleinste Problemchen ist für die ein Riesending. Und da haben wir eben auch gesagt, nee, also da müssen wir jetzt unbedingt mal Ihnen nochmal vielleicht als Unterstützung Wege zeigen. Und das muss man, ich finde immer, je praktischer oder je jugendgemäßer, desto besser. Und das haben wir hier einfach mal, ich habe das jetzt gar nicht mehr auf der Folie. Das sind jetzt zum Beispiel einfach nur zwei Wege. Einmal zum Beispiel, wenn das Fälle aus dem Schulalltag sind. Zum Beispiel, ich ärgere mich wahnsinnig über meine Mitschülerin, die ständig über mich herzieht. Dann ist der erste Fall, ich spreche sie direkt an. Also das, wo wir eigentlich denken, das sollte normal sein, ist leider heutzutage nicht mehr automatisch so normal. Also wir merken, dass die Schüler vermehrt in diesen Klassen-WhatsApp-Gruppen sich austauschen und dann übereinander sprechen statt miteinander. Und da haben wir das noch einmal aufgelistet, wie das eigentlich gut wäre. Und bei den Schülern direkt an, sind ja verschiedene Voraussetzungen eigentlich gleich mit angesprochen, die nicht immer gegeben sind. Also das Verhältnis zwischen den beiden zum Beispiel, das kann ja regelrecht zerrüttet sein, so sehr, dass man eben genau nicht mehr die andere Person ansprechen kann oder mag oder will. Dann hilft ja so ein Schritt überhaupt nicht weiter. Ja, also in schwerwiegenden Fällen überhüpft man das, also weil der erste Fall ist direkt, der zweite heißt Klassensprecher als Moderatoren, dann kommt die Klassleitung und dann kommt Schulleitung als letzte Instanz. Und das heißt, geht gleich zur Klassleitung oder zur Schulleitung. Das ja, also das ist schon wichtig, dass die Schüler das wissen, dass sie das können. Aber es ist schon wirklich, finde ich, zunehmend, dass die Schüler einfach nicht mehr wissen, wie sie einen Konflikt lösen. Und dann lieber gleich zur übernächsten Station gehen, statt dass sie einfach auch mal ihren Anteil haben. Wir wollen wirklich, dass sie lernen, für sich einzustehen, auch sich abzugrenzen, um auch darüber einen gewissen Schutz sich zu geben, um den anderen auch zu akzeptieren. Mit seiner Bedürftigkeit. Ich muss das aus meiner schulischen Praxis, wir haben das gerade kurz besprochen, sagen, ich kenne das auch als Unterstufenbetreuerin, ich muss das regelmäßig an Elternabenden sagen, Fünftklass-Elternabend, wir haben ein Beratungskonzept, das schaut so aus, wenn Sie Probleme haben, dann sprechen Sie direkt mit der betroffenen Lehrkraft, dann mit der Klassleitung. Und dann gibt es noch einfach weitere Beratungsstellen wie Schulpsychologin oder Beratungslehrer. Und dann ganz zum Schluss vielleicht auch noch der Schulleiter. Aber das ist, also, weil Sie gesagt haben, also mich wundert es mittlerweile nicht, wo der das kennt. So. Ja. Und das muss man auch wieder betonen, und zwar freundlich und bestimmt ganz klar setzen. Ja. Eine Frage zu den Klassensprechern. Haben die dann eine zusätzliche Schulung oder was erhalten, wenn die als Moderatoren auftreten sollen bei solchen Problemen? Oder ist das irgendwie angedacht? Also, wir haben es noch nicht gemacht. Wir überlegen gerade, ob wir einen Workshop uns kreieren, wirklich Konfliktmanagement. Weil das, nicht nur ich, sondern wir Lehrkräfte empfinden es zunehmend als ein Manko. Und die Klassensprecher, die treffen sich in Klassensprecherkonferenzen und die SNV, die ist da auch noch mit dabei. Und da kam noch kein Wunsch. Also die werden von zwei Lehrern betreut. Und da war jetzt noch nicht der Wunsch, dass sie quasi sich irgendwie nochmal eine Schulung vorstellen oder dass sie das brauchen. Ja, weil ich meine, wenn man, also in dem Konzept, wenn die Schüler mit eingebunden sind, sollten die beiden Schüler, die halt auch vermeintliche Probleme haben mit Kommunikation, irgendeine Schulung haben, damit sie auch als Mediatoren auftreten können. Mhm. Weil sonst fällt es denen ja auch schwer, dass sie auf die betreffende Person zugehen. Also ist, finde ich, eine total wichtige, ja, das ist mir noch nicht gekommen, dass wir die wirklich nochmal extra fördern könnten, ja, das stimmt. Ich bin jetzt einfach immer automatisch davon ausgegangen, weil die werden ja gewählt und es wird im Vorfeld gesagt, welche Aufgaben die haben. Ja, deswegen habe ich das gesagt, aber das stimmt eigentlich, klar. Weil ich meine, das sind ja auch nur Schüler, sage ich jetzt mal, die ja die gleichen Probleme vielleicht haben. Ja, haben Sie echt recht. Ich
nehme die sehr gerne mit. Finde ich gut. Darf ich nochmal ergänzen? Würde sich das dadurch auch anbieten, für die entsprechenden Lehrkräfte diese Schulung mitzumachen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das A anstrengend ist. Also es ist ja so, unsere Schule, wir sind ja eine Schule für, also im sozialen Bereich. Und von daher sind unsere Lehrkräfte im weitesten schon da sehr geschult. Aber wenn, also die gehen auch auf Fortbildungen davon abgesehen, aber es ist jetzt keine Schicht zum Beispiel, wo ich sage, okay, jetzt machen wir mal irgendwie ein Training, wie löse ich solche Konfliktfälle. Wir machen das eigentlich alles immer in Lehrerkonferenzen. Da haben wir einen extra Punkt, wo wir einfach sagen, okay, da sprechen wir jetzt einzelne Schüler durch und wie wir reagiert haben. Also auf die Art und Weise. Aber eine extra Schule haben wir jetzt weder für die Klassensprecher noch. Ist das geplant oder ist das angedacht oder ist das eine Idee oder sagen Sie, das können wir nicht machen, weil... Es war bis jetzt keine, es wurde noch nicht an mich herangetragen. Ganz einfach so. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir halt eine soziale Schule, also unser Bereich ist ein sozialer Bereich und das ist Teil des Lehrplans. Wir haben zum Beispiel Kommunikation, also wir haben das Fach Pädagogik Psychologie, wir haben das Fach Sozialpädagogische Praxis, also das sind alles Fächer, die ja, wo die Schüler ja auch das Lernen auch angeleitet werden. Ne? Aber wir haben natürlich auch Musiklehrer und Kunstlehrer, also, ne? Die haben es jetzt ehrlich noch nicht gesagt, ganz einfach. Aber ich nehme das mal als Idee mit. Ja. Ich finde, dass das generell auch in der Uni zu wenig vermittelt wird, wie man mit solchen Situationen dann umgeht. Also jetzt gar nicht nur an der Schule, sondern ich finde, das ist eigentlich die Aufgabe von der Uni, dass alle Lehrkräfte da geschult werden, wie man in Konfliktsituationen umgeht. Also bei uns ist es zum Beispiel ein Thema in Pädagogik. Da gibt es eben das, den Bereich wirklich Kommunikation, Kommunikationsstörungen und auch eine Übungsphase. Aber das ist halt dann mal eine Doppelstunde und das ist dann vorbei. Ne? Also von daher haben wir uns eben schon auch überlegt, das mit diesem Workshop, weil wir stellen tatsächlich fest, Schüler sprechen nicht miteinander, sondern übereinander. Man muss das tatsächlich wieder neu aktivieren. Finden Sie das Informationsmaterial, das gibt gut, also von der Akademie Dillingen zum Beispiel, das Portal, oder eher nicht, oder nehmen Sie andere Quellen? Also wir sind momentan mehr an der Evangelischen Schulstiftung bei diesen Fortbildungen. Weil das einfach eine sehr intensive war und auch eine sehr gebundene eben an das Thema sexueller Missbrauch und Schutzkonzept. Und das finde ich eigentlich ein sehr gutes, weil es für, wie wir es ja gerade gesehen haben, für unterschiedliche Schulen gut adaptierbar ist. Ich finde, es ist sehr viel, man bekommt einen guten Input, Peter, du weißt es auch, aber es ist einfach schon viel Arbeit. Ne? Sie hat es auch mitgemacht. Also es ist sehr viel Arbeit, das umzusetzen, aber es ist also außer ihm und mir und Herrn Klug und ihm kennt jetzt niemand die Fortbildung von der Schulstiftung. Insofern wäre es sinnvoll, wenn wir nochmal zwei, drei Worte darüber sagen oder so. Ja, also das ist eben eine Fortbildung, die speziell eben für Lehrer des evangelischen Schulwesens konzipiert wurde, um ein dass sie selber befähigt werden, ein Schutzkonzept zu erarbeiten, und dazu brauchst du die Befähigung einer Präventionsbeauftragten. Und um Präventionsbeauftragte zu werden, musst du eben verschiedene Module durchlaufen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, eben diese Schwerpunkte, und zwischen den Modulen bekommst du immer Hausaufgaben. Eine Hausaufgabe war zum Beispiel dieser Raumcheck. Also das war nicht meine Idee, das war eine Hausaufgabe. Die fand ich genial. Das fand ich wirklich richtig gut. Was ich so interessant finde, also die Schule nochmal unter einem ganz anderen Aspekt kennenzulernen, weil wir ja immer drin sind. Ja. Und meinen, das kenne ich mich aus. Aber oder was zum Beispiel auch rauskam, die sind in, wir haben da zum Beispiel einen Kellerraum, den habe ich eigentlich nur wegen den Lehrern damit aufgenommen. Ja, da haben Schüler halten sich da auf, die haben da gar nichts zu suchen. Da müssen wir mal dringend gucken, dass wir da mal zuschließen. Ja, oder an anderen Bezugsort schaffen dann, weil das Bedürfnis wird wohl da sein. Mhm. Aber ich finde es verrückt. Ja, aber mir ist da vor allem die Architektur aufgefallen.
Schulhäusern, ne? Weil vor allem viele alte Schulhäuser, die sind da überhaupt nicht einsichtig. Und rein, wenn eine Situation da wäre mit sexualisierter Gewalt, dann kannst du dich schon zurückziehen und das wo machen, wo keiner was mitkriegt. Und das hat viel mit den alten Schulen zu tun und das fand ich da sehr interessant. Also bei uns war es auch der Sanitätsraum. Er ist null einsichtig und hat einen Bridges-Raum drin. Praktisch, ne? Ja, aber tatsächlich, das sind ja genau die Möglichkeiten, die dann ausnutzbar sind, die sich bieten, von denen jeder sagen kann. Und na, das also, ist das, wo man ganz wenig dran denkt. Oder dass eben Fenster, kleine Fenster liegen, wo man reinschauen kann und beobachten kann, ja. Und solche Sachen, das fand ich schon auch spannend an den blauen Check hier. Das ist hier an der Uni genau nicht anders. Diese Erste-Hilferäume, die es hier gibt, den einen, den es hier gibt an dieser Fakultät, so. Es gab wirklich einen, mehr als einen Fall zu einer Zeit geben an dieser Uni, das ist offensichtlich, nein, ich vergreife mich im Ton und das hatte ich gar nicht hoch. Ich bin noch nicht mehr Mitglied dieser Uni, ich darf sowas sagen, aber ich wollte mich trotzdem sagen, im Ton zu. Es gibt also einen Erste-Hilferaum in diesem Fakultätsgebäude, der ist nicht wirklich einsehbar, der ist zwar frei zugänglich, da kann sich zurückziehen, wer immer das braucht. Sie kennen ihn nicht, ne? Wunderbar, das ist immer sehr praktisch, für den Studierenden zu hören, sie wissen es nicht und sie kennen es nicht. Niemand benutzt den jemals, beziehungsweise die, die den benutzen, haben den Freibrief per se als Problem gesehen, adressiert, besprochen. Ich fand es gut, wirklich da mal auch auf Schulen, also wenn Schulen renoviert werden oder was, dass man da mal ein ganz anderes Augenmerk. Also wir haben in der Fortbildung auch eigentlich Sonderpädagogen, also von Sonderschulen, ja. Und da gibt es ja dann doch die Pflegeräume, die überhaupt nicht einsichtbar sind. Und im Thema sexualisierte Gewalt, Institutionen und Personal sind ja behinderte Kinder sehr gefährdet. Ja, aber die Schulen sind von vornherein, die Förderzentren so gebaut und deswegen fand ich den Aspekt interessant. Ja. Ne? Und zumindest, wenn man die Chance hat, also erstmal Raumcheck zu machen, es zu verändern, aber auch zu bauen, dass es dann auch wirklich reinkommt, ne? In die Umstrukturierung. Also es soll halt einfach offen und transparent sein, dann fühlen sich die Kinder und die jungen Menschen an sich wohler und wir Frauen wahrscheinlich auch. Also nur Männer will ja nur von sich selber mal ausgehen. Aber wir haben jetzt noch gar nicht, wir haben jetzt die tatsächlichen Räume und die tatsächlichen Taten. Und dann gibt es ja noch die digitalen und tatsächlichen Räume. Also ich meine jetzt die greifbaren jetzigen und dann halt nur die. Ja, ich glaube, das nennt mich ganz viel sexualisierte Gewalt. Und ich konnte immer nicht von sexuellem Missbrauch sprechen, ich muss einfach das Wort Gewalt benennen. Ganz oft einfach mit diesem ganzen Dreck, der dann weitergeschickt wird. Und das kann sein, dass das ein Wandertrag ist im Bus, das siebte Jahrgangsstufe fährt in den Tiergarten und irgendjemand schickt jemand anderem. Und da rede ich jetzt nicht auch wieder mit Buben, mit Mädchen, sondern das sind beide Geschlechter ganz schön ausgesetzt. Sich irgendeinen Pornodreck zu. Also ich finde es auch ein ganz schwieriges Thema, weil diese Klassen-App-Gruppen zu bilden, das ist absolut in. Und wir hatten jetzt auch im Schuljahresanfang schon wieder einen kleinen Fall, eigentlich kamen sie auch da wieder den Weg nicht eingehalten, direkt mit der Situation. Die eine hat sich gemobbt gefühlt, weil ein anderer in der Klasse im Chat eben gesagt hat, die hat wieder so komische Geräusche gemacht. Und jeder wusste, wer die ist. Ist das jetzt schon eine Übergriffigkeit? Ist es keine? Das ist wirklich ganz schwierig, weil jeder sagt ja eben, und da das haben wir dann als Anlass genommen zu sagen, Mensch Leute, erstens redet direkt miteinander. Dann weißt du vielleicht auch, vielleicht war es ja gar nicht so böse gemeint, du weißt die Mimik, du weißt, wie es von mir war. Sprech doch erstmal miteinander und haben dann auch nochmal ganz klar gesagt, eine Klassengruppe ist für die Informationsweitergabe super, weil was dagegen kann man eh nicht tun, dann sollen sie es doch super gut nutzen, aber nicht, da gehört einfach nichts Persönliches reingeschrieben. Und es ist schon irgendwie irre, dass man das so betonen muss.
Und das ist, um vielleicht einfach auch nochmal dann auf das Schutzkonzept zu kommen, ich finde, die Herausforderung neben dem Erstellen ist vor allem, das am Laufen zu halten. So ein Verhaltenskodex, bis wir den erstmal hatten, war schon mal Ruf. Ja, aber hallo, der soll ja leben, der soll ja wirklich immer wieder weiter sich entwickeln und soll dann bewusst sein. Und wenn der nämlich bewusst wäre, da haben die wunderbar reingeschrieben, wir moppeln uns nicht, wir schreiben nichts Böses über uns, die haben das wunderbar detailliert reingeschrieben. Aber das heißt, jetzt ist es wieder unsere Aufgabe, sie daran zu erinnern. Und das ist eigentlich das Mühsame. Also für mich klingt das ein bisschen nach so wirklich institutionalisierter Diskriminierung, wenn eine Person angesprochen wird, alle anderen aus dieser Gesamtgruppe wissen, wer diese eine ist. Das klingt nach wir alle gegen die. Ja. Und als wir dann den Schüler hatten, wir konfrontieren die beiden, dann hat er gesagt, ja, also in der Schule davor haben wir uns immer darüber kritisiert, das war total eben. Super, dann sollen sie einen Chatvertrag ausmachen. Also das machen wir mittlerweile schon in der 6. Jahrgangsstufe, dass dann einfach komplett klar ist, dass es ein Klassenvertrag ist. Ich glaube, wir können uns vor dieser Wirklichkeit nicht mehr zurücklehnen oder sagen, das ist privat. Bei Ihnen sind die Schülerinnen und Schüler wohl einfach schon weit über 16 oder 16 rum. Ja, 15 sind die Jüngsten. Genau, okay. Ich habe das Problem, dass 6. und 7. Lehrerinnen, da geht es von 10 bis 12, 13. Und die nutzen alle das WhatsApp, was offiziell natürlich ab 16 ist. Ich bin dazu übergegangen, wirklich einen Elternbrief zu verfassen, dass die Eltern da auch wissen, also die ein Stück weit begleiten, aber wir als Schule können uns trotzdem nicht rausnehmen. Also gibt es so Möglichkeiten, wie einen Klassenvertrag zu machen. Und da gibt es einfach Leute, die dann eine Chatgruppe leiten. Also die Verantwortung, mich nicht, also sie merken, es regt mich auf, weil das, was sie aufregt, auch mich aufregt. Weil ich mir immer denke, wir müssen dann immer sozusagen mit eingreifen. Und ich denke mir, das könnte nur viel mehr in Schülerinnen und Schülerhände legen. Ja, und das wollte ich jetzt auch sagen. Da sind wir eben jetzt dran. Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal so gesagt, dass bei den Klassensprecherversammlungen, dass sie als Aufgabe ein Thema immer bekommen. Ja, die dürfen dann ihre Themen machen, aber ein Thema wird ihnen sozusagen zum Diskutieren vorgegeben. Und da ist ein Thema wunderbar jetzt unser Verhaltenskodex. Ja? Wenn der nicht gelebt wird, dann stimmt ja irgendwas nicht dran. Das heißt, wenn die weiter mobben, wo das wunderbar drinnen steht, dann haben sie den entweder nicht im Kopf, dann müssen wir daran arbeiten, oder für sie ist Mobben was anderes, als es für uns wieder Mobben ist. Dann müssen wir an dem am Inhaltlichen arbeiten. Ja, und das ist eigentlich, denke ich, wirklich ein Ansatzpunkt, deswegen finde ich das auch echt gut. Nur, man muss sich immer wieder überlegen, wie kriegt man das eigentlich ritualisiert in den Alltag, damit das uns nicht zu viel Kraft kostet ständig. Damit es uns quasi als Lehrkräfte nicht so viel Kraft kostet, weil wir haben ja eigentlich unser Kerngeschäft zu tun. Ja, und da sind wir eben auch am Ausprobieren. Wie gesagt, wir haben das mit diesem Fair-Gefuhr-Tag ist gut, mit dem Anfangstag ist gut, über die Eltern-Info, dass die das auch mal lesen, die Eltern, finde ich gut. Und jetzt probieren wir aktuell aus, dass das eben jetzt das erste Thema auch bei der ersten Klassensprecherversammlung ist. Keine Ahnung, ob das wie intensiv sie daran arbeiten oder nicht, aber ich hoffe schon. Aber Sie wollten noch. Ja, ich allgemein noch eine Frage. Ist das, also ist ja berufsbildende Schule in dem Sinne. Ja. Sehen sich die 5 Tage die Woche oder läuft es blockweise oder sind die auch im Praktikum? Also wir sehen sie 4 Tage die Woche, in einem Tag sind sie im Praktikum. Okay. Weil es war nur, weil wenn man sich halt, also ich habe halt auch schon Berufsausbildung gemacht, deswegen war ich halt einmal in der Woche in der Berufsschule, deswegen war jetzt so die Frage, wenn man halt sich nur einmal in der Woche sieht, ist es halt schwierig, das zu verinnerlichen. Das ist normalisierbar. Und bei 4 Tagen ist es dann schon wieder. Mhm. Ja, aber das ist schon, also die haben dann schon Angebote verbunden. Aber ja, ja. Wie gesagt, das eine ist immer das Reden. Von mir kriegen sie dauernd gesagt, du bist in einer sozialen Ausbildung, sozialen Verhalten, oder? Ja. Also ich bin immer noch ein bisschen beschäftigt mit diesem Mobbingfall oder nicht Mobbingfall und dieser Abgrenzung, ist es jetzt oder ist es nicht? Ja. Und insgesamt gesehen finde ich das total schwierig und
und anstrengend auch an dieser Stelle, wenn im Verhaltenskodex von den Schülerinnen und Schülern klar kam, wir mobben uns nicht, dann Mobbingverhaltensweisen gezeigt, also zumindest das Kriminalisierungsverhaltensweisen gezeigt werden, die von allen, alle minus eins geteilt werden. Eine Person, die Betroffene nämlich, beschwert sich darüber und der Rest sagt, das ist nicht das, was es ist. Naja, es gibt wie immer so eine ganz große schweigende Mehrheit. Mhm. Das heißt nicht, dass die dafür sind, das heißt aber auch nicht, dass sie dagegen sind. Das heißt, die sind neutral. Erstens. Ja, und vielleicht haben die mehr Angst als das andere, ist, dass die ihrerseits Opfer werden, wenn sie die äußern. Oder sie warten erstmal ab, was sich so ergibt. Was sie nicht angehört. Mal gucken, wie geht es so weiter. Ist das dann die, also ich weiß es nicht, ich bin da nicht Expertin dafür, aber ich könnte mir vorstellen, dass das genau diese Machtverhältnisse und Strukturen sind, die dann diese Übergriffe wirklich ermöglichen. Oder ermöglichen. Vielleicht, ja. Hängt bestimmt zusammen. Also Ziel von dem Ganzen ist ja, dass wir die Schüler stärken, dass sie gehört werden, dass sie sich abgrenzen dürfen. Deswegen haben wir ja auch so viele, also bei diesem Telefon, so viele Fälle, die wir aufgenommen haben, die wir auch mit den Schülern besprochen haben, wo auch die Schüler Fälle eingebracht haben. Zum Beispiel ist es eine Übergriffigkeit, wir haben wie gesagt ein Schulhaus, was über mehrere Stockwerke geht. Wie immer, Schüler halten sich nicht an alles, was sie nicht tun sollen. Sie sitzen halt manchmal auf der Treppe. Man muss dann an der Treppe vorbeilaufen. Jetzt ist die eine mal so am Busen gestreift worden. Ist das jetzt ein Aus-Versehen-Streifen oder ist das jetzt eine Übergriffigkeit gewesen? Und das diskutieren wir. Und das wäre so aus? Ganz klar übergriffig. Das fand ich jetzt zum Beispiel ganz klar. Dagegen mit so... dass man so, weil der in der Gruppe nur ein, hat er nicht gesagt, die stinkt oder die ist, er hat nicht so hart was gesagt, sondern einfach, sie macht so komische Geräusche, das wusste dann, wie gesagt, jeder, wer das ist, aber das haben wir offensichtlich noch nicht als. Also, ja, es war so eine Mehrheit. Kann sich ja, na, auch eine Mehrheit kann sich ja irren. Ja, natürlich. Also, ich hänge mich wirklich auch an diesem Fall, weil das genau diese. Diese Bedingungen sind, diese Konstellationen sind, wenn da keiner eingreift und da keiner wirklich massiv auch gegensteuert, die dann diese Konstellationen eröffnen, das Bedingungsgefüge eröffnet, um wirklich schwerwiegend weiterzugehen. Und wenn dann hinterher was richtig Großes passiert, dann stehen alle da und fragen sich, und wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und wenn man dann irgendwann an den Auslöser zurückgeht und sagt, ja, da gab es diese Nachricht und da sagt, aber das ist eigentlich das, was in der Praxis ist es halt so. Wir greifen es immer auf, also das wissen auch unsere Schüler, das finde ich auch ganz wichtig. Was ich hoffe immer und auch ausspreche, wir trennen uns, wenn alles besprochen ist und nichts mehr nachgekattelt wird und es bleibt dann hier drinnen, sagen sie auch immer brav, ja. Und dann geht es zum Teil weiter. Und das ist eben das, was so anstrengend macht. Ja, dann muss der nächste Schritt erfolgen, man muss mit der Klasse. Und manchmal ist es aber nicht sinnvoll, mit der Klasse zu sprechen, weil man dann ein größeres Ding macht, als es eigentlich wäre. Also es ist ein sehr, nicht so leichtes Thema. Aber Sie wollten, glaube ich, erst noch was, oder hat sich jetzt ergeben? Ja, zwei Sachen eigentlich. Zu dem, in meinem Verständnis nach, ganz eindeutigen Mobbingfall eigentlich, ich das auch irgendwann mal so gelernt, dass es dann auch nicht quasi der Weg der Wahl ist, nur quasi das vermeintliche Opfer und den vermeintlichen Täter miteinander zu konfrontieren, sondern die ganze Gruppe, die auch indirekt daran beteiligt ist. Das einmal und dann zu Klassenvertrag und WhatsApp-Gruppenregeln und Etikette und so weiter. Ich weiß von mindestens einer, und zwar Grundschule, die da gute Erfahrungen in einem Projekt gemacht hat, damit quasi nicht nur quasi unter Beteiligung aller Regeln aufzustellen, sondern auch sich auf Sanktionsmöglichkeiten bei Regelverbrüchen, Regelverstößen zu einigen, die dann auch, also das ist ein Weg, mehr Verantwortung an die Schülerschaft und an die Gruppe abzugeben, weil sie sich dann auch da selber drum kümmern müssen, wenn man ihnen klar macht, das ist unsere Regel und wenn gegen die verstoßen wird, dann ist es ein Angriff auf unsere Gruppe, dann fühlt man sich vielleicht verantwortlicher. Und schreibe nicht immer nach der Lehrkraft. Ne? Aber ich meine Gedanken dazu. So Klassenregeln, Klassenchats echt okay, ne, über die Schulcloud und alles, aber
was sie im Schulbus und sonst was machen, das wird weitergehen. Also es ist ja wenn sehr ideal, wie das war ja zum Beispiel zu Hause. Das war ja gar nicht in Schule. Ne? Das ist zwar das, was in die Schule dann reinkommt, ja, aber es ist das Schulisches, also Privates wird zwangsläufig Schulisches. Ja, das weiß ich schon, aber es ging jetzt um das, was wir dann Klassenvertrag über Chatten dann wahrscheinlich mit an die Hand kriegen. Aber den ja, Umgang ist das, wollte ich damit nur sagen. Natürlich geht es in die Schule, nein, wenn die im Schulbus sich schon die Pornos reinziehen. Ja, aber wenn, also, wenn in der Schule so gut wie möglich dieser quasi faire ja, klar. Umgang miteinander ein wichtiger Schritt. Ich wollte nur sagen, das wird nicht alleine lange und man darf auch nicht ständig dann in Deutschland nicht sehr klappt, weil es wird viele Fälle geben, wo es nicht klappt. Das stimmt. Ganz einfach nur das, weil es. Erleben Sie das eigentlich als Studierende hier innerhalb Ihresgleichen? Dass jetzt bei uns gemobbt wird? Ja. Also im Studium bei mir überhaupt nicht, wo ich es immer wieder mitbekommen habe. Also wir hatten auch, ich war ja jetzt, das ist ja nicht allzu lange her, dass ich auch auf der Schule war, hatten wir auch solche Klassengruppen und da sind teilweise halt Bilder von Lehrern oder von Schülern reingestellt worden, die dann belächelt und sonst was wurden. Und was ich immer am schlimmsten fand, die Schüler, die da nichts gesagt haben, die, glaube ich, haben am allermeisten gelitten. Also das war dann wirklich auch, also ich war damals eben auch Klassensprecherin und bei uns galt auch dieses Prinzip, man wendet sich dann an den Klassensprecher und es war dann für mich teilweise auch eine schwierige Situation, weil ich dann auch nicht die Person selber ansprechen wollte, weil es ihr ja offensichtlich unangenehm war, weil sonst hätte sie mir ja mich angesprochen. Also da lastet auch viel Verantwortung auf den Klassensprechern, die sie ernst nehmen. Das bist du vollkommen. Ja. Also ich habe erlebt bei den Kennenlerntagen schon, dass eine total freundlich war zu allen und dann ist die aufs Klo gegangen und dann wurde darüber, also dann war die total freundlich war vorher zu ihr und wo man schon dachte, ja okay, die werden die besten Freunde, kaum war die eine weg, hat die andere angefangen über die aufs Klo gegangen ist, zu lästern. Also es ist schon auch an der Uni da, nur halt nicht in der großen Gruppe dann. Aber so versteckter würde ich was sagen. Ja. Und intelligenter. Und ich denke, an der Uni verläuft es auch besser. Mehr. Also man kriegt nicht so schnell mit, dass einer gemobbt wird, weil der verkriecht sich dann vielleicht in einem Eck und fällt nicht auf, macht alles für sich alleine. Und, ja, oder wählt andere Kurse. Da ist man ist ja freier an der Uni. Man muss ja nicht im Klassenverband leben wie in der Schule. Also da darf ich doch nochmal kurz auf das Konzept von der Lügenschule zurückkommen, die wirklich für solche Fälle exorbitant ausgefeilte Krisenleitfäden entwickelt haben. Möchtest du noch kurz was dazu sagen? Genau. Das war wirklich toll. Also. Genau, das ging auch von der Evangelischen Schulstiftung aus. Und die haben wirklich Krisenleitfäden für verschiedene Aspekte, also zum einen Kindeswohlgefährdung, zum anderen, wenn Personal unbegrifflich wird oder eben unter Kindern und Jugendlichen. Und da wird ganz klar beschrieben, wie man vorgehen muss, falls irgendein Verdachtsfall auftritt oder falls irgendwas passiert. Und es ist in richtig konkreten Schritten, ich ergänze das mal kurz, in richtig konkreten Schritten eben festgehalten worden, bis hin zu, wer ist als erstes anzusprechen, wer ist als zweites anzusprechen, wer ist als drittes, viertes, fünftes und so weiter und so fort, sodass es erstens so eine Art von Hierarchie gab und zweitens auch ein Verlaufs-, also Protokoll kann man es nicht nennen, aber ein Verlaufsleitfaden da war, wann ist es wieder aufzugreifen, wie werden die Lösungen dokumentiert, wie wird überprüft, dass diese Lösung dann auch wirklich passt und so weiter und so fort. Also wirklich sehr passend. Sie sind diesem Konzept wieder dabei und Sie haben das sehr schön adaptiert auf Ihre Situation. Also ganz kurzer Einwand an alle, wir haben schon 5 Minuten überzogen. Ja, aber Sie wollten noch ganz kurz. Ich wollte nur, eigentlich, das wurde jetzt auch schon so angesprochen, dann hatte ich die Diskussion, aber ich wollte auch nur sagen, mit dem Diskriminierungsfall, es kommt ja nicht darauf an, was die Masse denkt, ob die denkt, dass das Diskriminierung ist, sondern wie sich das Opfer sozusagen fühlt. Und wenn das für den schon Diskriminierung ist, oder schon, also für mich wäre das auch diskriminierend gewesen, oder ich hätte mich auch gemobbt gefühlt, dann ist das, finde ich, daran zu sehen, also und nicht an der Masse, weil man macht ja auch manchmal Aussagen, wo man vielleicht selber nicht drüber nachdenkt und für den anderen ist das verletzend und wenn es für den anderen verletzend ist, dann ist es dadurch für den nicht. Und dann wollte ich noch sagen, mit so vielleicht so Wächtersystem, also ich finde das auch mit diesen Klassenchats, gucke ich da manchmal auch bei so, also jetzt im
Familienumfeld bei den Kindern mal so rein, was da so ist. Und dann zeigen die mir das, dann gucke ich da und denke, dann macht man, was ist denn da für Müll drin oder was schreiben die sich da für Zeug und so. Und dann habe ich gedacht, vielleicht müsste es da auch so Wächter geben. Also wenn es so einen Kodex gibt, dass es auch so einen Chat-Wächter gibt oder keine Ahnung. Oder es gibt, also ich habe so im Fernsehen mal gesehen, solche Streitschlichter-Programme und bei so demokratischen Schulen Streitschlichter-Programme, wo dann viel mehr auch die Schüler verantwortlich sind. Und wo vielleicht auch das sehr von den Schülern ausgegangen ist, dass das Verhalten insgesamt besser sein sollte. Dieses Schulparlament heute, da waren ja nur Schüler da, die das vorgestellt haben, die von sich aus, das war lustig, der eine hat immer gesagt, wir wollen das ja beweisen den Lehrern, dass wir das können. So. Also das ist von unten heraus so, wir schaffen das und deswegen geben wir uns Mühe, weil wir denen das beweisen wollen, dass wir Verantwortung übernehmen. Also nicht, dass das so von oben so, ihr müsst euch jetzt da dran halten, das haben wir euch jetzt so, sondern nee, das haben wir ja nicht. Nee, das weiß ich nicht bei Ihnen, aber wenn... Nein, so bei uns ist natürlich die Schwierigkeit, bei uns sind sie 2 Jahre nur, ne? Die sind 2 Jahre, also und zwar genau in dieser Pubertätsphase. Und da müssen die natürlich, da muss man viel unter einen Hut kriegen. Also das ist halt einfach so. Aber ich finde aber auch, da muss man noch vorsichtig sein mit der Überforderung. Weil ich meine, Streitschlichterprogramme gibt es ja eigentlich an vielen Schulen und so. Ne? Und zu einem bestimmten Punkt finde ich sagen, okay, aber wenn man sexuelle Übergriffe nehmen oder was jetzt auch gesagt hat, ich finde ehrlich gesagt, dann Partizipation in allen Ehren, aber wenn die Studierende, aber die Schüler, die sind ja auch an irgendeinem Punkt einmal überfordert. Da sind ja schon viele Lehrkräfte damit überfordert. Was mache ich jetzt mit so einem Fall? Und ich dachte jetzt an den Konflikt, also wo sie gesagt haben, die reden nicht mehr miteinander oder so, dass und dann wird das gleich an so gedacht. Aber an solchen Fällen, das ist natürlich was anderes. Und sie können hoffen, dass die Geschulter kommen. Entschuldigung, das habe ich dass die Geschulter kommen. Also ich habe ja auch an den Eindruck, dass die Geschulter kommen. Dass an den Schulen also andere Vorarbeit geleistet wird. Also ich finde, wir haben mittlerweile schon ordentliches auf die Beine gestellt. Es ist toll, wenn die Schulen das selber arbeiten, aber es kostet viel Zeit und viel Geld. Und das, was zentral kommt vom ESG, hat für mich, also ich bin zuständig im Ministerium mal dafür, hat für mich zu wenig Appellcharakter. Also Schulen brauchen was Langfristiges, die brauchen partizipative Prozesse, aber die brauchen auch maschinelle Hilfe zum Handlungsleitfaden. Und da müssen wir die Handreichungen vielleicht noch ein bisschen besser anschauen. Ich habe eine Arbeitsgruppe im ESB, die das gerade macht. Also auch diese, da gab es ja mehrere Handreichungen und es gibt das gute Portal von Billingen, das wirklich bundesweit auch geachtet ist. Als Materialbörse. Ich sage es jetzt einfach so, uns sind Schulen wichtig wie Ihre, die das dann auch selber entwickeln dann auch. Ich kenne nicht wenig Schulen, die solche Schulkonzepte bei sexueller Gewalt machen. Ich kenne Grundschule und Erzieher und so weiter und unabhängige Beauftragte in Berlin möchte, ja, dass jede Schule eigentlich sowas macht. Da haben wir die blauen Heldmappen verteilt von ihm, aber das geht natürlich unter. Also so stellen wir das jedenfalls vor. Weil Schulen natürlich auch was anderes macht, meistens nur anlassbezogen dann. Und das ist wieder ein anderes Problem. Also aber Schüler arbeiten ja wirklich auch gern mit. Wirklich, also ich habe gemerkt, wenn man die Schüler mitnimmt, da kommt man wirklich weit. Man kommt wirklich weit. Nee, ja, wobei, das ist so. Das ist auch gut, die Schule.